Ich habe das erste Mal Malen nach Zahlen ausprobiert und zwar in Form eines Adventskalenders. Und wenn euch interessiert, wie ich mit Malen nach Zahlen und Acrylfarben so zurechtgekommen bin, dann bleibt unbedingt dran, dann sehen wir uns jetzt gleich im Video. So, ich bin gespannt. Ich habe zwei Stück von diesen Adventskalendern erwischt. Die waren sehr, sehr reduziert und habe zugeschlagen und werde jetzt mal das ganze Teil auspacken. Und ich habe ein bisschen die Befürchtung, ja, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber normalerweise sind ja die Bilder vorne immer ja recht schön gemacht auch, ne? Man möchte ja auch, dass die Menschen das kaufen. Und hier sehe ich aber schon bereits hier, dass die Qualität echt nicht das ist, was ich mir so wünsche, weil die Farbe gar nicht deckt, oder? Der Künstler, die Künstlerin hat das nicht gut gemalt. Ich hoffe wirklich, also ich habe irgendwie das Gefühl, die Farben sind nicht so toll. Weil wenn das auf dem Cover schon nicht so toll aussieht, ja, das ist halt der Nachteil, wenn man irgendetwas im Internet bestellt, ne? Man kann das halt hier nicht mehr vorher prüfen. So, hier sind die 24 Farben. Es schaut schon süß aus, diese Näpfchen. Ja, da ist dann hier nochmal die Anleitung dazu. Ui, einen sehr, sehr, sehr feinen Pinsel. Also ich habe ja Nuller Pinsel, aber der ist schon, ja, der ist schon auf jeden Fall sehr, sehr fein. Und wo ist der zweite Pinsel? Ja, sind das die gleichen? Ach nee, da habe ich noch einen dickeren Pinsel. Also, das sind die zwei Pinsel und ich finde, die machen auf Anhieb einen guten Eindruck, einen soliden Eindruck. Ich hatte nämlich schon Angst, dass da irgendwie so ein komischer Plastepinsel drin ist und ich meine eigenen Pinsel verwenden muss. So, jetzt packe ich das Ding erstmal hier aus, damit, hier direkt hier mit Haken zum Aufhängen, damit das nicht so arg spiegelt und ich möchte dann auch wirklich direkt loslegen und möchte mir irgendein YouTube-Video einschalten oder ein Hörbuch. Ich weiß noch nicht, ich glaube, ich höre True Crime auf YouTube oder Grey's Anatomy auf Disney Plus. Mal gucken. Und ja, das ist die Leinwand. Macht eigentlich schon einen soliden Eindruck. Aber ich habe halt, wie gesagt, ich habe noch nie Malen nach Zahlen gemacht, so in der Form. Und ich denke, es wird jetzt einfach mal Zeit. Ja, vor diesem Voice-Over habe ich mich eine Weile gedrückt, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Denn, ja, ohne euch zu viel vorwegzunehmen, ich bin nicht ganz so begeistert von meinem ersten Malen nach Zahlen. Ja, ich finde nämlich, dass die Acrylfarbe, die ist sehr, sehr dick. Ich weiß nicht, ob das so normal ist. Ich habe bewusst das erste Mal mit Acrylfarbe gearbeitet. Also ich hatte schon mal aus dem Woolworth oder sowas, hatte ich schon mal ganz billige Acrylfarbe und habe da irgendwelche Bastelprojekte mit den Kindern gemacht. Das war aber lange bevor ich angefangen habe zu zeichnen oder zu malen oder kreativ zu sein im bewussten Malbereich. Von daher kann ich jetzt nicht sagen, ob das jetzt so normal ist. Ich habe in diversen Upgrade- und Art Supply-Boxen habe ich auch Acrylfarbe drin gehabt, habe die aber noch nicht verwendet. Also die liegen immer noch hier so original verpackt und warten darauf, mal ausprobiert zu werden. Und ich überlege, ob ich da überhaupt ein Video dazu machen soll. Wenn ja, schreibt es mir unbedingt mal in die Kommentare. Auf jeden Fall, ich bin mir nicht so richtig sicher, wie sich Acrylfarbe verhalten muss. Die war auf jeden Fall sehr, sehr dick. An manchen Tagen auch schon fast zu dick, sodass ich dann wirklich Wasser auch zu Hilfe nehmen musste. Und gleichzeitig fand ich sie nicht sehr deckend. Also viele Farben. Und ich bin sehr pingelig und sehr monkig in vielen, vielen Dingen. Und ich mag das zum Beispiel bei diesem Malen nach Zahlen nicht, wenn die Farben so durchschimmern, also die Zahlen. Ich möchte, dass das hinterher schön deckt und ja. Und dann ging nur ganz, ganz wenig Farbe auf den Pinsel. Ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich Anfängerin bin und ich mich einfach ein bisschen doof angestellt habe.
oder ja, ob das an der Qualität der Produkte liegt. Also ja, im Großen und Ganzen fand ich den Malprozess richtig schön. Also mir hat es richtig Spaß gemacht, ja, zu malen und auszumalen. Und auch dieses Motiv, das hat mir grundsätzlich richtig Spaß gemacht. Aber mir hat das mitgelieferte Werkzeug wenig Spaß gemacht, muss ich wirklich sagen. Ich wollte mich jetzt bei diesem Bild da durchbeißen ohne Ende. Und ich finde auch hier in der Kamera, während ich hier das Voice-Over mache, finde ich auch von Weitem sieht das Bild eigentlich gar nicht mal so schlecht aus. Also von Weitem lässt sich das richtig gut ausmalen, aber von Nahem furchtbar. Also ich konnte einfach nicht präzise arbeiten. Und ich bezweifle irgendwie, dass das jetzt nur an meinen Skills liegt. Also teilweise fand ich die Pinsel ungeeignet, beziehungsweise die Farbe. Und hier schon mal mein Aufruf an euch, weil mir der Malprozess so viel Spaß gemacht hat. Wenn ihr hochwertig, qualitativ hochwertiges Malen nach Zahlen mir empfehlen könnt, mit wirklich guten Farben, die Pinsel müssen ja nicht mal unbedingt dabei sein. Ich habe inzwischen eine ganz gute Auswahl an Pinseln. Ah, da sieht man hier das nochmal. Das ist so eine richtig dicke Pampe. Und da musste ich dann auch wirklich teilweise ja, mit Wasser dann verdünnen. Und ja, also wenn ihr mir da nochmal richtig, richtig tolle Sachen, Materialien empfehlen könnt, Außenmalbücher, gerne auch auf Leinwand, irgendwas, was so in die Richtung Malen nach Zahlen geht, dann schreibt mir das mal in die Kommentare, bevor ich da wieder Fehlkäufe mache. Ich weiß allerdings von diversen anderen Produkten vom Top-Verlag, wo jetzt Materialien dabei waren, sei es Rätsel-Adventskalender oder sowas, dass ja die Materialien nicht immer so hochwertig sind, ne? Also auch für den Preis. Ich meine, ich habe jetzt nicht so viel Geld bezahlt. Da kann man halt nicht ja, Premium-Produkte erwarten. Ja, aber es hat halt meinen Spaß da schon sehr gemindert. Und deswegen habe ich mich jetzt hier auch lange vor dem Videoschnitt gedrückt. Ich bin ganz ehrlich. Genau, aber wenn ihr mir da irgendwas empfehlen könnt, was in die Richtung Malen nach Zahlen geht, egal ob Ausmalbild oder Buch oder Leinwand, dann schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Aber es soll wirklich hochwertig sein. Also hier von Nahem sieht man das auch. Das schaut unordentlich aus und das zieht sich halt so durch dieses ganze Bild. Und das hat mich irgendwie, ich weiß auch nicht, das hat mich gestresst. Ich finde halt auch das Motiv, vielleicht ist auch das Material toll, vielleicht sind auch die Farben gut. Aber für das Motiv, das ist ja so filigran, also ich verstehe nicht, wie man da sauber arbeiten soll und noch was Ordentliches auf die Leinwand bringen soll. So an sich finde ich das Prinzip ja ganz cool, dass man sich da jeden Morgen einfach hinsetzt oder jeden Tag ein paar Minuten und sich eine Farbe bewusst zur Hand nimmt und dann am Ende wirklich 24 verschiedene Farben gemalt hat. Das finde ich eine so schöne Idee, finde ich mega. Finde ich richtig mega. Genau, also ich saß auch an dem Bild wirklich viele, viele Stunden. Ja, und das lag jetzt wirklich nicht unbedingt an meiner Geschwindigkeit, sondern wirklich, weil ich so schwer damit zurechtgekommen bin. Ach Mensch, Leute, ich möchte gar nicht so viel jammern, sondern lieber darüber reden, wie meditativ am Ende das Ganze dann doch ist. Also, wie gesagt, ja, dieses Ausmalen, dieses Malen nach Zahlen und auch diese Idee, jeden Tag eine neue Farbe zu öffnen, finde ich richtig, richtig gut. Und würde ich das nochmal von einer anderen Firma sehen, würde ich sogar in die Überlegung gehen, mir selber nochmal so einen Kalender zu holen. Genau. Ja, das war auf jeden Fall schade, dass ich da eher so eine klägliche erste Erfahrung damit gemacht habe. Ich kann euch auch schon mal sagen, es wird noch ein zweites Video geben. Ich habe noch ein zweites Bild gemalt. Es gibt zwei Bilder von dieser Reihe. Ich habe mir beide geholt, weil die im Angebot waren. Ich habe beide abgefilmt, also werde ich sie auch beide hochladen. Und ja, hier sieht man das auch nochmal bei der Sonne. Das ist so schwierig, da filigran zu arbeiten. Und auch hier bei diesen Sternchen, das ist ja, einfach nicht so richtig deckend. Ich wundere mich auch im Nachhinein, warum ich so lange mit diesem Pinsel und diesen Farben durchgehalten habe. Aber mehr dazu gleich. Und ja,
Ansonsten könnt ihr mir auch gerne mal in den Kommentaren verraten, was ihr denn am liebsten malt, um wirklich runterzukommen, also diesen meditativen Effekt. Es gibt ja auch Diamond Painting und das hat gerade meine Tochter für sich entdeckt. Und da muss ich sagen, das ist auch absolut meditativ. Bloß ich muss ganz ehrlich sagen, das ist nicht so richtig mein Geschmack, mir dann die Bilder aufzuhängen. Mir gefallen diese Painting-Bilder tatsächlich nicht. Mir gefällt der Stil nicht. Ich möchte aber niemanden auf dem Schlips treten. Ich weiß, dass sich das großer Beliebtheit erfreut. Und das ist alles eine Geschmackssache. Und ich würde mir zum Beispiel auch nicht unzählige Puzzle in die Wohnung hängen, obwohl ich wahnsinnig gerne Puzzle. Aber da suche ich auch lange nach Motiven, die ich mir da auch wirklich aufhängen würde. Ich bin da sehr pingelig und mag, dass es ja nicht ganz zu bunt ist. Oder ja, ich habe da einen seltsamen Geschmack vielleicht auch. Genau, deswegen fühlt euch da nicht auf den Schlips getreten. Geschmäcker sind verschieden. Und ja, jetzt sind wir schon bei der Nummer 9 angekommen. Und hier sieht man auch nochmal, wie ich mich abquäle. Ich fühle das jetzt hier so im Videoschnitt nochmal so sehr. Oh ja, und da auch nochmal in Echtzeit ohne Spulen. Es ist Wahnsinn. Es war wirklich Wahnsinn. Und trotzdem habe ich mich irgendwie da durchgekämpft. Und dann geht es auch schon zur nächsten Farbe über. Es ist auch von neben Näpfchen, das ich da benutzt habe, was übrig geblieben. Und weil ich natürlich ein Sammler bin, habe ich mir die Farben alle aufgehoben und habe mir da überlegt, vielleicht mache ich da noch irgendwas in einem Sketchbook oder so, dass ich einfach überhaupt mal übe, wie man mit Acrylfarben zurechtkommt. Aber mir fehlt noch so ein bisschen die Inspiration. Ich tue mir nur irgendwie schwer, Materialien wegzuschmeißen. Ist das bei euch auch so? Also es ist auch so, wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Upgrade oder in einer Scrawlerbox irgendetwas habe, mit dem ich nicht so gut zurechtkomme oder das ich nicht so mag, dann ich hebe wirklich alles auf, was im Bastelbereich oder im Malbereich irgendwie los ist. Ich brauche auch Bleistifte auf, bevor ich den nächsten benutze. Ja, ich weiß auch nicht, ich bin so Team Aufbrauchen. Und dadurch hortet man natürlich ziemlich viele Sachen. Also ich bin jetzt kein Messi, aber ja, ich bin schon so ein kleiner Kreativ- und Bastelkram-Horter. Und das andere, das Tolle ist aber auch, wenn mal irgendetwas ansteht, auch mit den Kindern, dann kann ich immer sagen, hey, ich hab da was. Ist natürlich auch ganz schön. Genau, ja. Und der Mandala, der füllt sich und füllt sich. Und wie gesagt, also von Weitem, finde ich, sieht das Ganze gar nicht so schlecht aus. Muss aber jetzt wirklich sagen, mit diesen Materialien, wenn ich das jetzt so mir vorstelle, dass ich das im Dezember Farbe für Farbe zeichne, ich weiß nicht, ich glaube, oder ausmale, ich glaube, das hätte mich an manchen Tagen echt aggressiv gemacht und ich hätte vielleicht den Pinsel in die Ecke geschmissen. Und ja, da sind wir dann auch schon bei der Hälfte angekommen. Also das hat schon wirklich Spaß gemacht, jeden Tag ein neues Näpfchen aufzumachen. Und das ist auch mal wieder so eine Farbe, die war fast völlig eingetrocknet. Und ja, da musste ich dann auch wieder mit Wasser nachhelfen. War kein so schönes Gefühl. Und man sieht es richtig, wie dick. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Farben so sein müssen. Und finde es irgendwie echt schade, dass ich keine Vergleichsmöglichkeiten habe. Im nächsten Video, was ich euch ja dann zeige, werde ich nicht mehr so jammern. Ich verspreche es euch. Ich hebe mir das Jammern für dieses Video auf und werde nicht mehr so jammern. Und ich habe auch noch einige richtig, richtig schöne und tolle Adventskalender in Planung für euch. Ihr habt mir vorgeschlagen, ihr habt mir wirklich viele Adventskalender auch vorgeschlagen, das finde ich richtig toll. Ich habe die auch mal in eine Liste aufgenommen. Ich kann leider nicht alles für euch testen, weil dazu einfach, da müsste ich jeden Tag ein Video hochladen und ja, so ein Kalender auszuprobieren, kostet ja auch Zeit. Es werden noch einige kommen, die man einfach auspackt und aber immer, ja, immer mit der
Prämisse oder immer, ja, dass ich die Produkte eben auch gebrauchen kann und verwenden kann. Und ja, jetzt kommen wir hier schon mal zu dem Hintergrund mit dem Blau und da habe ich dann gepasst. Also da habe ich dann irgendwann kapituliert, also das ging gar nicht. Also schaut euch mal die Schneeflocken an. Ich hatte dann überhaupt keinen Bock, wirklich mit diesen groben Farben und Pinseln irgendwie um diese Schneeflocken rumzumalen. Das war einfach nicht möglich. Es ging nicht. Das hat sich so angefühlt, wie wenn man mit einem fast leeren Filzstift irgendwas schön ausmalen soll. Es hat einfach nur genervt. Also ich habe mir gedacht, da sitze ich nicht einen Tag dran, sondern mehrere Tage. Und da habe ich wirklich überhaupt keine Lust. Und dann habe ich mir meine Uhuhu Acrylmarker genommen, die ich ja schon mal ausprobiert habe, und habe einfach damit weitergemacht. Das war vielleicht auch nicht so richtig optimal, weil ich bin mir nicht sicher, ob die sich so gut jetzt eignen für diese Canvas-Leinwand Dinger, ich weiß nicht, wie man dazu sagt, aber ja, es ging damit so deutlich leichter und ich konnte damit filigran arbeiten, das war halt einfach das. Genau, da hinten sieht man einen kleinen Farbunterschied, aber den sieht man auch nur unter den Softboxen, so in Real Life sieht man den gar nicht so arg. Genau. Ja, um nochmal auf die Kalender zurückzukommen. Ja, dann habt ihr mir Rätselkalender vorgeschlagen, dass ich doch mal Rätselkalender ausprobieren soll. Und das habe ich auch überlegt. Ich wüsste aber nicht, wie ich das machen soll, dass euch das interessant erscheint. Weil vor der Kamera rätseln finde ich jetzt gar nicht so leicht. Vielleicht mache ich das noch. Da kann ich euch auf jeden Fall den Exit-Kalender empfehlen. Den habe ich mir auch für dieses Jahr wieder geholt. Und ich denke, dass ich den auch im Dezember dann mache. Den mache ich jedes Jahr. Und ich bin jedes Jahr sehr begeistert. Ich habe da auch schon mal von Top einen ausprobiert oder mehrere auch ausprobiert. Da war manchmal der Inhalt richtig toll, aber ich kam oft mit den Rätseln nicht so richtig klar. Und auch von Ravensburger habe ich schon Rätselkalender ausprobiert und muss wirklich sagen, der Exit-Kalender von Cosmos, der war für mich einfach immer der Sieger und den verwende ich jetzt gerade das vierte Jahr in Folge. Und ja, ich denke jetzt nicht, dass ich das dann nochmal vor der Kamera mache. Es wird auch noch einige Kreativkalender geben, sowohl zum Thema Häkeln als auch zum Thema Zeichnen. Häkeln fand ich recht schwierig teilweise, weil es gibt sowohl von Gründel als auch von noch einer Firma, ich komme gerade, und als auch von Hobby, gibt es richtig große Adventskalender. Jetzt sind die aber nicht so günstig. Die kosten alle über 100 Euro. Und ich habe mich nicht getraut, über 100 Euro für so einen Kalender auszugeben, weil man halt vorher nicht weiß, was für Projekte drin sind. Und wenn ich jetzt einen Schal, eine Mütze und ein Tuch häkeln soll und dann vielleicht auch mit einer Wolle, die mir gar nicht zusagt, auch von der Farbe her, man sitzt da ja schon so ein paar Stunden drin oder dran, gerade jetzt bei Hobby. Und dann habe ich mir gedacht, nee, also das ist mir dann einfach zu viel Geld für eine Sache, die ich eventuell nicht brauchen kann. Ja, deswegen ja, habe ich das dann lieber gelassen. Und bei Gründel, also bei Hobby ist es so, dass man da 4 Adventstütchen hat und bei Gründel hat man 24 Türchen, soweit ich weiß, und da sind auch Garne und Anleitungen dabei. Aber nachdem das total random ist, war mir das einfach wirklich zu viel Geld. Ich weiß, dass Gründel echt eine gute Qualität hat, aber dann habe ich mir gedacht, angenommen, da ist lauter Acrylwolle drin, mit der ich nicht so gerne arbeite. Nee, da war mir mein Geldbeutel wirklich zu schade. Genau, also ich hoffe, ihr habt dafür Verständnis. Aber ich denke, es kommen noch ein paar richtig interessante Sachen. Noch ist der Dezember nicht da. Ich habe noch viel vor. Und ich habe auch schon einiges ausprobiert. Genau. Ja, um nochmal hier auf dieses Mandala-Bild zurückzukommen. Also es wird bunter und bunter und bunter. Und ja, ich war ganz froh, dass ich von Uhuhu so eine schöne Auswahl an Stiften eben da hatte, an Farben. So konnte ich mich wirklich an diesen 24 Originalfarbtönen orientieren und habe das so getreu wie möglich gemacht und ja, dann bin ich auch vorangekommen und dann hat das auch Spaß gemacht. Deswegen sage ich ja, also dieses Malen nach Zahlen an sich hat was richtig Meditatives, hat mir so viel Spaß gemacht. Ich habe dabei Serie geschaut oder Hörbuch gehört
Und die Zeit verging wie im Flug und das hat mich so runtergeholt vom Alltag. Also ich kann das wirklich nur empfehlen, euch einfach mal hinzusetzen. Es muss ja nicht unbedingt mal nach Zahlen sein, sondern sich einfach wirklich mal hinzusetzen und sich zu entspannen und ja, einfach mal so eine ganz, ganz, ganz achtsame Sache zu machen. Da gibt es ja so viel. Wenn man zum Beispiel nicht gut malen kann oder sich das nicht gut zutraut, dann kann man auch mit Zentängeln anfangen. Dafür braucht man auch ganz viel Ruhe und Zeit. Oder eben, ja, ausmalen. Wenn man einfach möchte, dass die Hände irgendetwas erschaffen und das ganz in Ruhe und ganz entspannt und dabei eine schöne Musik anmacht, sich einen schönen Tee kocht. Und ja, apropos Tee, ich merke, wie mich meine Stimme langsam verlässt. Ich weiß nicht, inwiefern man das gehört hat. Ich bin ziemlich erkältet. Ja, das kommt vor, wenn man dreifache Mama ist, dass man öfter mal Kita-Keime abbekommt. Und ja, bin dann jetzt dann trotzdem ganz froh, dass ich den Schnitt jetzt noch für euch geschafft habe. Und bin ganz gespannt auf eure Meinung zu dem Kalender, auf eure Tipps. Und ja, werde mich schon mal verabschieden und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Bye!